Hallo zusammen. Oh, wie das aussieht. Ich wohl mit abgeschnittenem Kopf hier zu sehen. Das wollen wir nicht. IKEA Sitzkissen für 1 Euro. So, ich habe jetzt hier glaube ich schon 3 oder 4 Videos heute gedreht. Es wird auch langsam ein bisschen dunkel. Wir haben 16:30, 11.12.2013, wie man hört, Dynamit Nobel testet wieder seine neuen Schwarzpulvermischungen. Wir haben jetzt bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit eine Temperatur von 8 Grad. Also es wird immer ein bisschen gemütlicher als sonst. Wovon ich heute erzählen möchte oder berichten möchte, kleines Review, das ist Mora Black im Vergleich zum Mora Bushcraft Black im Vergleich zum Mora Bushcraft Triflex. Es handelt sich dabei um diese beiden Messer. Das ist das Black, wie man sehen kann. Das hier das Triflex. Und vom Griff her sind die beiden fast gleich. Das eine ist grün, das andere ist schwarz. Natürlich. Von der Klingenstärke oder Dicke sind die doch recht unterschiedlich. Da ist an der dicksten Stelle das Triflex bei 2,4 mm und das Bushcraft Black bei 3,1 mm. Von der Länge her tun die sich beide nicht viel, nämlich eigentlich gar nichts. Man sehen kann. Ich hoffe, das kann man sehen. Ich sehe es jetzt in der Kamera so gut wie gar nicht. Ich weiß allerdings, dass man hiermit mit dem Black einen Feuerstahl wirklich gut abziehen kann. Achtung! Und man macht das. Bitte, bitte, Kinder, tut das nie zu Hause. Macht das nicht mit der Schneide. Nicht hiermit, sondern mit dem Klingenrücken. Achtung! Und jetzt machen wir das mal, oder versuchen das, mit dem Triflex. Und das ist das Problem, was Mora hat. Die bearbeiten den Klingenrücken nicht so, dass der in einem 90 Grad Winkel zur Schneide dann ausläuft, sondern da wird wohl der Stahl genommen und wird mit einer Presse durchgehackt. Und dadurch entsteht sowas. Jetzt nehme ich mal mein Mora 510 Black. Ich kann das auch nicht. Könnte man meinen, es könnte am Stahl liegen, tut es aber nicht. Hier nehme ich jetzt mein Kleiber Klappmesser für 3,99 € vom Aldi. Mein Gerber Bear Grylls Folding Sheath Knife. Dave Canterbury's PLSK 2. Und das wunderschöne Pathfinder PLSK 1. Und um es auf die Spitze zu treiben, nehme ich meine popelige kleine Camping-Axt, die ich geschenkt bekommen habe. Oh, ich hoffe, man kann das hören, wie die Blätter vom Baum fallen. Oh, und die kommen wir noch hier hin. Mal gucken. Habt ihr das gesehen?
So viel dazu. Die Schneideleistung vom Mora Bushcraft Black, die ist wirklich gigantisch gut. Da kommt kaum ein Outdoor-Messer hinterher. Feathersticks damit zu produzieren. Ich könnte sagen, das sind keine Feathersticks, das sind ja Löckchen. Seht ihr das? Mache ich das mit dem Triflex. Oh! Habt ihr es gehört? Auch das Triflex kann das sehr gut, wie man sieht. Na? Jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich ja so eigentlich ungern mache. Das wäre das Betorning. Das kann das Triflex doch sehr gut. Ich nehme doch nochmal dasselbe Stück Holz. Nehme dazu das Mora Bushcraft Black. Boah, gute Arbeit gemacht. Ich nehme die Rückseite, um zum Beispiel die Rinde abzuschälen. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Ich hoffe ja, weil es ja doch schon relativ dunkel ist. Ich kann hier richtig fein abschälen. Guckt euch das mal an. Und das ist wirklich hochentzündbar. Jawohl. Immer schießen. Auch nicht schlecht. Das mache ich jetzt mal, da versuche ich mal mit dem Bushcraft Reflex. Seht ihr das? Da tut sich nichts. Nix. Jetzt versuche ich das mit dem Mora 510 Black von HKGT. Das kann das genauso wenig oder nur ganz wenig. Da muss man schon richtig schön rubbeln. Und das versuchen wir mal mit dem PLSK1. Und das kann das genauso gut wie das Mora Bushcraft Black. Seht ihr? Tja. Fazit ist, das Mora Bushcraft Black ist eine ganze Ecke teurer. Ich glaube, das waren so um die 16 Euro teurer als das Bushcraft Triflex. Kann aber auch dafür für 16 Euro eine ganze Ecke mehr. Gut, das 510, das PLSK1, die dienten eigentlich nur zu Demonstrationszwecken. Ob ein 300 Euro Messer das gleiche kann wie billiges für 20 Euro. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.